Hallo, ihr Freunde alternativer Stechuhren. Willkommen zurück zur 13. Folge von ARK. Nicht wundern, warum wir auf einmal. Ups, warum wir auf einmal diese Ausrüstung haben. In der letzten Folge hat Erik ja ein bisschen gespielt und bis ich die Ausrüstung wieder zusammen hatte, bin ich 2 Level aufgestiegen. Und ich wollte euch jetzt nicht antun, dabei zuzusehen, wie ich mal wieder hunderte von Fasern sammle, unter anderem. Deswegen, wir haben jetzt bis auf die Stiefel und den Hut eine Lederrüstung. Und wir haben Betäubungspfeile gelernt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich zähme diese Folge mal etwas. Am besten den da. Oh! Hallo! Ah. Oh! Au! Okay, der Plan ist ein bisschen in die Hose gegangen. Nein? Yeah, geil. Geil, geil, meiner. Wuhu! So. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie. Ja, ist. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt ehrlich, ich habe mich informiert, wie man Dinos zähmt. Ich bin aber ein bisschen verwirrt, weil da stand, man kann den das Essen reinzwingen. Aber ich sehe da nirgends was. Also ich, keine Ahnung. Oder müssen die bei mir im Inventar sein? Nein, auch nicht. Also ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Naja, ich denke auf jeden Fall, wir haben genug Beeren. Bleib weg von meinem Triceratops. Oder wir müssen die Fähigkeit lernen, keine Ahnung. Ah, ich habe einen der Pfeile verschossen. Alter, du gehst mir auf den Sack. Hau ab. Komm schon, bald gehörst du mir. Ah, so kann ich es dem reinzwingen. Oder? Oder lasse ich es dann einfach nur fallen? Nein, unten, schaut mal unten rechts auf Torpor, wenn ich ihm eine dieser Bären gebe. Also, es scheint zu klappen. Das ist also Essen reinzwingen. Gut zu wissen. Bald gehörst du mir. Dann können wir den ganzen Tag reiten. Das klingt etwas falsch. Naja. Also, was steht denn für heute an? Wenn die Aufnahme nicht abkackt. Denn bei The Evil Within ist sie leider abgekackt. Naja, wenn sie nicht abkackt, dann, ja, würde ich sagen, wir unternehmen mal eine kleine Erkundungstour mit dem Tricera. Moment. Wir haben noch gar keinen Sattel. Oh.
Fällt mir gerade wieder ein. Naja. Dann müssen wir halt noch ein bisschen leveln. Du da, komm her, du bist meine Beute. Hilfe. Ah, geh weg. Geh weg. Du mit deinem Herpesgesicht, geh weg. Wollt ihr mich jetzt eigentlich langsam verarschen? Wie viel Leben habe ich noch? Ah, oh, gut. Da, Zahnstocher. Oh, verdammt. Gib den Speer wieder her. Mein Speer! Ja, jetzt kannst du einen Angstschuss leisten. Mann, nicht mal Schildkröten kann man hier häuten. Wie sieht's bei dir aus? Levelaufstieg dauert noch ein bisschen. Ah, wird ein bisschen Holz gefällt in der Zeit. Ja, ich freue mich, mein eigener Triceratops. Was haben wir? Was haben wir? Brauch also noch Rinde. Oh, dehydriert. Schnell was trinken. Rinde! Yay! So, ich kann es dir schon mal ankündigen. Den nächsten Auftritt hat Julia. Und wenn Julia ihren Auftritt hatte, werden wir auch versuchen, noch jemanden auf den Server mitzunehmen, dass wir hier nicht so alleine rumlaufen. Was mich reizen würde, da hinten, ganz da hinten ist ein Vulkan.
Der würde mich reizen. So, wo ist mein Triceratops? Da liegt er. Wird er gerade von der Schildkröte vergewaltigt? Komm schon. Ja, was für ein epischer Kampf. So. Haut. Ah, natürlich, jetzt fehlt mir Holz. Jetzt habe ich Rinde, jetzt fehlt mir Holz. Dir geht's gut? Okay. Entschuldigung, wenn ich gerade so still bin, ich muss gerade über was nachdenken. Hat nichts mit dem Let's Play zu tun. Bei mir steht momentan einfach ein Arbeitswechsel an, ein Betriebswechsel. Und deswegen, ich habe einfach gerade ein bisschen in Gedanken versunken. So, allerdings, sobald wir unseren Triceratops haben, wir haben ihn ja fast, kann es richtig losgehen. Die essen wir. Das verfaulte Essen behalten wir, denn das kann man in Narkotik umwandeln. Kann ich das dem eigentlich auch geben? Wow, das hat eine ziemlich gute Wirkung. Ja,
Nicht schlecht, Herr Specht. Die Lederrüstung, ich finde die irgendwie cool. Sieht geil aus. So, kommt schon. Ich will den Levelaufstieg haben, bevor wir... Ich will den Levelaufstieg haben, bevor wir den Triceratops reiten. Was? Das macht keinen Sinn. Bevor er aufwacht, so rum. Nein, den fäll ich garantiert nicht. Was? Nein! Wehe, irgendeiner von euch greift da oben gerade meinen Triceratops an. Hä? Ich bin verwirrt. Wieso war gerade die Kampfmusik? Hä? Hab ich irgendwas übersehen? Hä? Das irritiert mich jetzt doch. Ständig werde ich angerufen. Ich kenne aber die Nummer, also das ist eine Nummer, die man ignorieren kann. Eine gewisse Krankenkasse, die mir langsam auf den Geist geht, weil sie es einfach nicht lernt, dass ich aus einem guten Grund nicht mehr bei ihnen bin. Lernt euren Platz. Ach, wir sind überladen. Also gerade habe ich überlegt, hä? Wir sind was? Ja, Levelaufstieg. Da liegt die Sau. Ah nein, Triceratops. Hat er mich gerade abgeleckt? Natürlich nicht zum Betäuben da. Ah, doch, einer. Ach ja, bald gehört er mir. So, also was machen wir hoch? Ich würde mal sagen, die Bewegungsgeschwindigkeit. Und jetzt suchen wir mal den Sattel. Bluttransfusion. Ich frage mich, ob das sowas ist wie Medipack. Grabstein, Parasaurier-Sattel. Holzschild. Ichthyosaurus, keine Ahnung, was das sein soll. Raptor, Patchy.
Trike. So, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, der Trike, das ist der. 5 Punkte haben wir noch. Oh, heben wir uns lieber was auf. Ich sehe auf Anhieb nichts, was mich interessieren würde. Heben wir uns die auf. So, der Sattel. Twike-Sattel. Hau! Wie? 140! Bleibt da liegen. Verdammt, der wacht bald auf. Schlaf weiter. Bald gehörst du mir. Aber erst muss ich ein paar deiner Verwandten die Haut abziehen. Ich gehe aber bestimmt nicht an den Triceratops ran, also. Ja, das schaffe ich leider nicht, bevor der wieder aufwacht. Natürlich läuft hier auch jetzt nichts lang, wo ich die Haut abziehen könnte. Außer einem Triceratops. Das wäre aber ein bisschen krank, oder? Ich ziehe einem Triceratops die Haut ab und ziehe den Sattel, den ich daraus gebaut habe, einem Triceratops an. Das wäre ein bisschen krank, wäre das schon. Aber irgendwie auch cool. Das war jetzt eigentlich unnötig gewesen. Ich möchte jetzt mal sehen, ob es dann. Ob er einfach aufsteht und mir gehört oder ob es dann irgendwas Lustiges passiert. Da oben. Gleich gehörst du mir. Dann können wir für immer Freunde sein. Triceratops, ein Twike. Name. Wie wär's mit... Ist es ein Männlein oder Weiblein? Weiblein. Okay. Hallo, Julia. Es freut mich, dass du jetzt auch dabei bist. Ja. Oh, ich glaube, ich gebe ihm ein bisschen was. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal da oben hin. Ja, wenn die kleine Schwester dabei ist, fühlt man sich gleich viel sicherer. Sorry.
Ach ja. Ich freue mich jetzt schon. Jetzt schon auf das Gesicht, wenn sie kommt und das sieht. Also Jule, wir brauchen. Oh Gott, nein, mir kommen gerade Gedanken, nein, dein Arm war doch nicht sehr praktisch gewählt, fällt mir gerade ein. Naja, jetzt ist es halt passiert, jetzt muss ich damit klarkommen. So. Dann schauen wir mal. Hier irgendwo muss dieses Ding runtergekommen sein. Ah ja, da vorne. Hoffentlich gibt es hier keine Raptoren. Sieht aus, als ob das alles voller Blut wäre. Ah! Was? Was? Ein Tatumin-Solcher? Was ist ein Tatumin-Solcher? Titanomira, Drohne? Oh mein Gott, das sind Mücken oder sowas, was der tötet. Ja, töte bitte den Skorpion. Julia, töte den Skorpion. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Mücken oder was auch immer, die Drohnen, ob ich die finde. Ich sehe hier nichts. Julia, geht's dir gut? Lass mich mal schauen. Das kann Level aufsteigen, wie geil. Das ist geil. Nein! So nah und doch so fern. Kann ich den Felsen abbauen? Ja! Den auch. Ja, es geht! Bin ich mal gespannt, ob das Ding dann weiter runter geht oder in der Luft bleibt. Oder ob hinter dem Felsen ein Tyrannosaurus auf uns wartet. Fail. Das warst du, hoffe ich, oder? Ah! Versuchen wir es mal. Ha! Kann ich gebrauchen. Also bis auf den die Blaupause kann ich eines gebrauchen. Danke. Wieso liegt da? Egal, mein. Bin stolz auf dich. Bist ein großes Mädchen geworden. Brauch noch ein paar Tiere? Verhaut! Pfui! Ich bin dein Jäger, nicht dein Zahnarzt. Oh, wie viel Haut haben wir denn jetzt erst?
150 oder 140 brauchen wir. Haut, Haut, wo ist die Haut? Flint, Heil, oh, 54. Ah. Was ist das? Ein Kanosaurier oder sowas, keine Ahnung. Hauen wir nochmal ab. Ein Dodo. Dodos geben viel Haut. Warum auch immer. Fuck! Tatsächlich ein Kanosaurier. Ja! Ja, geil! Oh, wir sind saugut. Es gibt jede Menge Haut. Und das ist endlich die Rache für all die Tote, die ihr mir beschert habt, ein paar Folgen vorher. Ich bin stolz auf dich. Komm mal her, Mädchen. So. Machen wir mal dein... Ach, du bist noch gar kein Level aufgestiegen. Oh, sorry. Wie im echten Leben. Ich kann alles auf die kleine Schwester abladen. Los, Yula, töte sie! Ja! Verdammt, die hält so viel aus! So, ich glaube, ich muss ja jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe gönnen. Hast du gut gemacht, Mädchen. Hast du gut gemacht. Wie viel Haut haben wir? 95. Naja, wir nähern uns langsam unserem Ziel, sagen wir es mal so. Denke schon, dass wir es diese Folge noch schaffen, den Sattel zu bauen. Vielleicht steigen wir ja sogar noch ein Level auf. Wäre eigentlich ganz cool. Komm, noch ein bisschen Haut, verdammt. Komm mal her, Mädchen, wie sieht's bei dir aus? Ah, bist ja bald wieder fit. Sag mal, machen wir jetzt Wettkacken oder was geht hier ab?
Ja, für da hinten bin ich leider noch nicht bereit. Da läuft ja dieser Alpha Raptor herum. Die Schildkröten, ich muss sagen, die halten echt jede Menge aus. Zwei Haut. Es fehlt nicht mehr viel. So, Jula, komm mal her. Ja, wenigstens verhungern wird sie uns nicht. Jetzt frage ich mich aber, ob sie schwimmen kann. Ja, sie kann schwimmen, geil. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass keiner von diesen verdammten Haien sie mehr weg ist. War das ein Dodo? Was ist denn da hinten das? Das sieht ja aus wie so ein gigantischer Godzilla! Ein Godzilla! Godzilla und da hinten war seine Mutter. Wieso haben Dodos so viel Haut? Level up! Gib mir deine Haut! Einundzwanzig Punkte. Puh! Ich will mal unsere Kleidung noch vervollständigen. Ach, was soll's. Da sammle ich halt noch ein bisschen Haut. Weiter geht's. Ha. Ich traue diesem Wasser ja nicht. Oh, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ich würde ja gerne den Befehl geben, halt hier zu warten, weil ich nicht weiß, ob da unten nicht irgendein
Okay, das ist ein Fleischfresser. Sieht aus wie ein Delfin. Sie scheinen mich nicht anzugreifen. Oh mein Gott. Oh, süß. Naja, solange sie mich nicht angreifen, bin ich zufrieden. Jetzt schwimme ich doch mit den Delfinen. Schön. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wie ich jetzt die Folge nenne. Eigentlich Hauptthema ist ja der Twike. Aber mit Delfinen schwimmen klingt auch cool. Will ich ja mal irgendwann machen. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Wir brauchen ja Haut. Ah, nicht wundern, ich hab die Nacht ausgestellt. Die Unterbrechungen stören mich. Das kann man später wieder einstellen. Jetzt im Moment will ich nur Haut. Kann auch schon sein, dass wir viel zu weit weg sind, in irgendeinem super gefährlichen Gebiet rumlaufen und wir werden hier alle sterben. Ja, natürlich. Aber die Haut ist mir es wert. Laufen jede Menge Dodos rum, das gefällt mir. Wir haben es fast geschafft. Ein Flugsaurier. Dodos. Da hinten schwimmt irgendwas Großes. Da hinten ist wieder Godzilla. Ja, geil, 10 Haut. Okay. Ah, das sind wieder die Delfine. Also wenn hier schon ein 21er Dodo rumläuft, was läuft hier dann noch herum? Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Was kämpft da gegen was? Was? Was geht hier ab? Hilfe! Yay, Gruppenkuscheln! Naja, ein bisschen Haut fehlt noch. Ich habe Angst, dass wir jetzt gleich irgendetwas super Starkem in den Weg laufen, das uns einfach tötet. Beziehungsweise, unseren Triceratops. Sag mal, hier läuft ja überhaupt nichts rum. Nicht mal ein Dodo. Nee, nicht mal Mücken gibt's hier. Ah, wir sind schon ein ganzes Stück gelaufen.
Na, da kommen wir, glaube ich. Hüller, kommst du da durch? Moment, ich bin gerade wieder da. Alter, was geht? Hä? Ah, geht doch. Ey, wo ist der? Was zum... Aua! Dodo! Ja, toll, jetzt habe ich den... Passiert mal, dass man anstatt häutet, jemanden zu häuten, einen Baum fällt. Passiert mal. Ja, es hat sich ja voll gelohnt. Wie viel Haut haben wir? 2 fehlt noch. Lass hier bitte irgendwo noch ein Dodo rumlaufen. Da oben läuft was. Ist kein Dodo, es ist ein... Ich weiß nicht, ob das so ein Spucker ist. Wie war der Name nochmal? Boah, ich weiß nicht, ist mir jetzt egal. Ja, das ist so ein Spucker. Ein Dilophosaurier, genau. Ja, wo ist der? Ah ja. Julia, mach mal bitte Platz. Da hinten ist wieder Godzilla. Danke. 2 Haut, komm schon. Ja, geil. Wow. Ah. 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 Du blödes Kaffee. Oh, Gott sei Dank. Ach, mein Herz. Ah, es ist soweit. Oh! Oh. Ach, wie geil. Wie geil. Wuhu! Ja, Freunde. Also, wenn das nicht ein gutes Ende für diese Folge ist, kann ich angreifen. Hä? Yay! Moment. Das muss ich jetzt mal kurz nachprüfen. Ups. Ja, geil, der hat das alles im Inventar. Wie geil. Ey, dann geht jetzt der Hüttenbau auch richtig gut voran. Moment. Kann ich so auch ein Level aufsteigen? Ich renne jetzt garantiert nicht in den Wald rein. Aber das ist geil. Das ist echt geil. Ja, also, dann geht die Hütte in der nächsten Folge doch ziemlich gut voran. Dann können wir wirklich den zweiten. Dann könnten wir, wenn wir uns wirklich nicht zu blöd. Wenn ich mich nicht zu blöd anstelle. Und ich kann auch die Level aufsteigen, wie geil. Dann könnte man in der nächsten Folge wirklich den Triceratops, das Haus, den zweiten, ich freue mich gerade total, den zweiten Stock fertig bauen.
Wie geil. Bin ich auch ein Level aufgestiegen? Schade. Naja, Freunde, dann beende ich die Folge mal an dieser Stelle. Wir reiten in den Sonnenuntergang, der hier niemals stattfindet. Verdammt. Na egal. Freut mich, dass ihr dabei wart. War wieder eine lange Folge, muss ich sagen. So, dann werden wir in der nächsten Folge mal den zweiten Stock fertig bauen. Und ja, mal schauen. Vielleicht leveln wir mal die liebe Julia ein bisschen. Komm mal her. Vor da. Vielleicht leveln wir... Was soll... Stopp. Vielleicht leveln wir die gute Julia ein bisschen und gehen noch auf Saurierjagd. Mal schauen. Gut, Freunde, bis dann. Bye.